Oh shit! Okay, dummer Plan, dummer Plan. Ganz dummer Plan. Nein, jetzt geht der andere auch drauf. Alles klar. Alter, schau euch das mal an. Tschüss. Tschüss. So, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben alle Ornamentbruchstücke gefunden und wir müssen jetzt irgendwie dem Wassermagier folgen, aber trotz der Fackel sehe ich gar nichts. Was war denn das für ein Jump? Da ist er wieder, Nefarius. Genau, dem sollen wir folgen. Lauf. 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 Moment, ich brauche eine Uhr. Ihr seht schon, dieses Mal ist wieder richtig mit Let's Play kommentiert und so. Genau. Es ist 11.05 Uhr. Los, lauf. Lauf schneller. Oh Mann. Komm. Wassermagier. Lauf. Komm, kleiner Wassermagier, lauf. Lauf schneller. Ach komm. Ach Mann, ich hoffe, der läuft nicht jetzt so. Die laufen jetzt nicht so weit. Komm, mach hin, ey. Da laufe ich halt schon mal vor, okay? Ich laufe hier mal vor. Gut, oh, Myxia, was machst du? Alter, ich weiß keine. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, weil ich nix sehe. Ach ja. Genau, hier sind wir. Aha. Ich sehe echt nix. So. Die stellen sich alle hier auf. Du auch? Jetzt mach hin, ey, Mann. So. Oh. Und nun geh zur Seite. Ey, willst du mich verarschen? Blöder Spast. Oh, nice. Yo, die machen jetzt hier die übelste Lasershow. Geil. Mhm. Interessant, das ist nicht geil. Das ist noch nicht ganz so spannend wie der Auftritt von In Extremo, aber in Gothic 1, aber ist schon ganz cool. Los, macht hinne jetzt mit dem Reparieren. Das ist ja gut jetzt. Sieht schon witzig aus, ne? Hier überall. Bin ich jetzt verstrahlt? Seid ihr alle verstrahlt? Ich meine, ihr wollt die Dinger immerhin. Okay. Jetzt macht hinne. Ey, wie die immer Stunden braucht? Dann laufe ich so lang sinnlos im Kreis rum, okay? La la la! La la la! La, jetzt mach doch bitte! Ich weiß, ihr wollt eine geile Show abliefern. Warum hat der sich jetzt umgedreht? Das Ornament ist wieder zusammengesetzt. Da du uns die notwendigen Bruchstücke dafür gebracht hast, sollst du sie auch ins Portal einsetzen. Das will ich aber auch meinen, ja? Geh zu Satyras und lass dir den zusammengesetzten Ring geben. Das Portal wird sich dann hoffentlich öffnen. Wie hoffentlich? Ihr wisst es nicht? Warte mal. Was nun? Was nun? Worauf wartest du? Geh schon. Ja, ja. Alles klar. Aber ich will erstmal gucken, habt ihr irgendwas vergessen? Nee, offenbar nicht. Und wo ist Satyras? Genau der. So, jetzt macht euch mal darauf gefasst, dass er uns wieder angreift. Also, ich gebe euch 3 Sekunden, um euch vorzubereiten, die Wut zu unterdrücken. Das muss reichen, alles klar. Hier, was geht? Gib mir den Ring, du Spaß. Gib mir den Ring. Ich werde das Portal öffnen. Gut, als neues Mitglied unserer Kinder soll dir diese Ehre zuteil werden. Doch warte das? Ich noch auf eine Nachricht von Vatras. Oh Mann! Bevor ich sie nicht erhalten habe, können wir noch nicht gehen. Halt's Maul! Ich habe eine Nachricht von Vatras für dich. Oh, zum Glück! Höchst interessant. Nun gut. Hier, nimm den Ring. Wir werden uns am Portal versammeln und auf dich warten. Ich wusste nicht mal... Wenn Nefarius recht hat, wird sich das Portal öffnen, sobald du den Ring dort einsetzt. Ey, ich hätte jetzt gedacht... Ich wusste nicht, dass wir... Warte mal. Dass wir das Ding, dass wir den Brief schon hatten. Naja. Warte, kannst du mir jetzt vielleicht... Nee, ist ja egal. Brauchen wir ihn nicht? So, dummerweise muss der jetzt da erstmal wieder hinlaufen, dieser Spasti. Deswegen... Ja, wir gehen schon mal vor, ist ja klar. Oh Mann, Satyras, du wirst wieder 300 Jahre brauchen, bis du da bist. Ich weiß es doch schon. Schaut euch den Weg an, der ist viel zu lang für den. Ich meine, der ist halt so alt und Knochen sind kaputt und ja... Die Knochen werden halt brüchig, wenn man so alt ist wie Satyras. Und wenn man dann so eingebildet ist, dann denkt... Ach, ist der... Jetzt, okay, genug Satyras-Gebäsche. So, seid ihr bereit? Oder soll ich noch auf den Ranz-Opa warten? Hm? Ah, verdammt. Gut. Jetzt lesen die alle. Warum lest ihr jetzt alle?
Ja, Zeitvertreib und da Saturas ja erst in so ein paar Stunden da ist, dachten sie sich vermutlich, lesen wir erstmal was, ne? Hey, ich komme jetzt zu Saturas. Ich weiß nicht mal, wann er kommt, weil ich den nicht sehen kann. Mann, jetzt dämlicher, beschissener. Ach, da ist er ja schon. Gut. Und jetzt geh da hin und nehmt eure dämlichen Schriftrollen weg. Oder Zettel oder was auch immer. Gut, stell dich da hin in deine Reihe. Die lesen. Warte, soll ich vielleicht noch mit irgendwem sprechen oder kann ich das jetzt machen? Gut. Jetzt geht's ab. Durchs Portal. Hä, Moment, was? Geht's nicht? Hä? Was mache ich falsch? Hallo, mit wem habe ich gesprochen? Riordian? Nee? Nee, warte, hast du vielleicht schon was rausgefunden, Schon was Neues? Nicht hä? wirklich. Na, Nefarius. Ende. Myxie. Ach, jetzt. Der nicht sucht, der ist wieder als letztes dran. Hä? Was mache ich denn falsch? Muss ich das hier irgendwo unten machen oder so? Oder muss ich den Ring anziehen? Ist das eine Ausrüstung? Feuerring, Ring der Astralen. Offenbar nicht. Nö. Valentinus Ring. Nee, das ist das Ding. Dieser Ring öffnet das Portal. Das ist nicht mal ein richtiger Ring, den man. Kein Schmuckring, sondern einfach nur so ein ringförmiges Ding. Hey Mann, wie mache ich das jetzt? Klick, 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 klick. Ihr hört mich klicken? Interessant. Ich kann hier gar nichts einsetzen. Hey. Hey Mann! Hä, seit wann läuft er denn so, wenn ich auf seitlich gehe? Hallo? Hä? Bin ich jetzt bescheuert? Was muss ich denn machen? Wie in das Portal einsetzen? Ich glaube, ich schlafe erstmal eine Nacht drüber, okay? Erstmal eine Runde schlafen. Erstmal eine Runde pennen. So. Jetzt sind wir geschla haben wir geschlafen und sind ausgeruht. Mit der Fackel im Bett natürlich. Und jetzt muss das doch gehen. Nein? Ey. Was muss ich denn mit diesem. Hier vielleicht? Hier ist irgendein Henkel. Ah! Oh! Alter, der sieht geil aus. Noch so eine Lasershow! Alter, sind wir hier bei Stargate oder was? Nice! Jo, da haben wir es. Das sieht doch nicht schlecht aus. Echt geil. So, Wassermagier, was sagt ihr dazu? Saturas? Nix? Riordian? Hey, habt ihr jetzt echt nichts zu sagen? Dann gehe ich jetzt einfach durch. Mitten durchs Portal. Und ab geht's. Loading, neue Welt. Hey, was ist das für ein Vieh da unten rechts? Fette grüne Heuschrecke. Hey, sag mal. Oh, schaurig. Meine Fackel ist aus. Oder? Mann, es wäre echt nicht schlecht, wenn ich hier irgendwas sehen könnte. Wir sind hier auf jeden Fall in irgendeinem Tempel. Was ist das denn? Das ist ein Buch. Bringt nix. Ein Steinbuch. Echt nicht? Nicht mal EP oder sowas? Umblättern, umblättern. Nö, okay. So, was haben wir hier noch so Schönes? Sag mal, was ist überhaupt meine Quest hier? Was ist denn überhaupt meine Quest? Das Portal. Ach so, ich sollte einfach durchgehen, alles klar. Die Wassermagier kümmern sich erstmal um Scheißdreck. War ja klar. So, wieder Buch lesen. Warum muss es denn in diesem Dreckstempel immer so dunkel sein? So, haben wir hier irgendwas? Nee. Alles klar, aber hier raucht irgendwie der Boden. Bricht der gleich zusammen oder was? So, mir fällt erstmal auf, es sieht hier fast so aus wie. Ach du Scheiße. Steinwächter? Seid ihr gefährlich?
Hallo? Das juckt die nicht. Was ist, wenn ich die jetzt... Oh, shit! Okay, dummer Plan, dummer Plan. Ganz dummer Plan. Nein, jetzt geht der andere auch drauf. Alles klar. Alter, schau dich das mal an. Tschüss. Tschüss. Gut. Als ob du dir das gemerkt hättest. Hier ist offenbar ein Portal. Da sind noch mehr von den Büchern. Die Fackel ist irgendwie despawned. So, gucken wir uns erstmal die Bücher an. Vielleicht kriegt man hier irgendwo ja doch EP. Warte, was blättert der da eigentlich um? Der blättert hier... Der zeigt einfach nur drauf rum. Oh, guck dich das an. Das sieht ja cool aus. Ich kann das lesen. Sockel. Womit denn? Ja, keine Ahnung. Was weiß ich womit? Oh, nice. Hier steht irgend... Warum ist hier eine Kiste? Hey, lauf. Lauf. Gut, hier ist nix. Schwierig, weil es ist komisch. Oder die Fackel, das ist hier heller. Was soll das? Gut, weiter geht's. Wir müssen ja irgendwo rauskommen. Oh. Map? Nee, wir haben keine Karte. Oder stimmt. Nee, wir sind nicht mehr auf der Map. Wir sind irgendwo ganz anders. So. Wo geht's lang? Da sieht's nicht so aus, als würdest du lang gehen. Ich sehe wirklich gerade nichts. Jump. Das sieht so ein bisschen aus wie eine gespiegelte Version vom Tempel auf der anderen Seite. Ey, ihr Wassermagier, wollt ihr mich verarschen? Adanos sei Dank, da bist du ja endlich. Wir dachten schon, du tauchst gar nicht mehr auf. Willst du mich verarschen? Was? Wieso seid ihr schon hier? Du bist durch das Portal gegangen und wir folgten dir. Es dauerte nicht lang, da sind wir hier angekommen. Doch du warst nicht da. Wir sind schon einige Tage hier. Ernsthaft? Einige Tage? Wie kann das sein? Nachdem wir dich hier nirgendwo finden konnten, hat Nefarius versucht zu ergründen, was schiefgelaufen sein könnte. Er wirkte bisher ziemlich ratlos. Naja, du bist ja jetzt hier und kannst mit deiner Arbeit beginnen. Oh, ja klar. Was passiert? Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wir haben eine Menge neuer Erkenntnisse gesammelt. Die Erdbeben scheinen hier tatsächlich stärker zu werden. Wir sind nicht mehr weit von ihrem Zentrum entfernt. Die Erbauer dieser alten Bauwerke hatten damals hier eine Stadt errichtet. So viel können wir schon mal sagen. Doch aus irgendeinem Grund ist ihre Kultur untergegangen. Bisher können wir allerdings nur Vermutungen anstellen, warum. Tja, was ist mit Raven? Was ist mit Raven? In Ravens Brief war von einem Tempel die Rede und dass er versucht hineinzugelangen. Wir sind einstimmig der Meinung, dass es sich dabei um einen Tempel Adanos handelt, den Raven zu entweihen versucht. Die Erdbeben sind offenkundig das Resultat von unheiligen Beschwörungen, die ständig gegen einen mächtigen Zauber prallen. Die Tore des Tempels sind magisch verschlossen und genau dieser Zauber ist es, der die Steinwächter auferstehen lässt. Der Tempel wehrt sich. Wir müssen Raven aufhalten, bevor er ins Allerheiligste eindringen kann. Mhm. Was will der überhaupt? Was will Raven im Tempel? Wir wissen nur, dass es sich um ein mächtiges Artefakt handelt, das irgendwie mit Adanos und Velia in Verbindung steht. Wir können wohl davon ausgehen, dass er damit nichts Gutes im Schilde führt. Aha. Raven ist nur ein ehemaliger Erzbaron, kein Magier. Wie soll er so eine Beschwörung durchführen? Vielleicht ist er es nicht selbst, sondern ein abtrünniger Magier, der in seinem Auftrag handelt. Mhm. So oder so, wir müssen das Übel abwenden. Das heißt, ich muss das Übel abwenden und ihr ranzt hier wieder rum und sitzt auf eurem Arsch. Stimmt's? Wie geht's jetzt weiter? Wir werden hierbleiben und weiter die alte Kultur... Was hab ich gesagt? Die alten Schriften der Erbauer bergen noch eine Menge Geheimnisse, die wir lüften müssen, wenn wir verstehen wollen, was damals hier geschehen ist. Du musst in der Zwischenzeit einiges für uns erledigen. Ja klar. Ey, ihr seid irgendwie, wie viele? 8 oder so? Keine Ahnung. Und ich muss wieder jetzt irgendeine Scheiße erledigen. Warum macht ihr das nicht? Ihr seid doch schon ein paar Tage hier, oder nicht? Na gut. Was soll ich tun? Du musst Raven finden und ihn daran hindern, den Tempel Adanos zu entweihen. Klar. Du meinst, ich soll ihn töten? Wenn das der einzige Weg ist, ihn aufzuhalten, in Adanos Namen, ja.
Warum macht ihr das nicht einfach? Sammle auf deinem Weg auch alle alten Reliquien und Niederschriften der Erbauer, die du finden kannst, und bringe sie zu uns. Wir müssen noch mehr wissen über dieses Volk und seinen Untergang. Nur alles wenn wir klar. Ravens Pläne durchschauen, können wir sie auch durchkreuzen. Ja, das Des ist ja toll. Weiteren musst du einen Weg finden, die Sklaven zu befreien. Ist das alles? Das mache ich doch mit Links. Ja, mit ich Links. Ich weiß, dass es viel verlangt ist. Sieh es als eine Chance, mein Vertrauen zurückzugewinnen. Ja, halt's Maul. Dein Vertrauen will keiner, du Pisser, ey. Jetzt reicht's aber. Eine Spur. Habt ihr schon eine Spur der vermissten Leute ausgemacht? Erst gestern haben wir die Leiche eines Fischers gefunden. Sie liegt unten, in einer der Ruinen im Osten. Sieht ganz so aus, als ob es ein Fischer aus Korinis gewesen ist. Das solltest du dir ansehen. Mhm. Tja, dann ich ab geht's. Dann mal auf den eine Sache noch. Raven hat einen... Ja, in ja. deiner Abwesenheit haben wir ein anderes Mitglied vom Ring des Wassers hierher geholt. Wir haben ihn in den Sumpf geschickt. Er kam nicht zurück. Na klar. Wir vermuten, die Banditen greifen alles an, was nicht aussieht wie sie selbst. Besorg dir also eine Rüstung der Banditen. Nur klar. so wirst du dich ihnen nähern können, ohne GG, dass sie dich easy. Angreifen. Die gabel ich einfach mal hier. Da liegt ja schon eine. Da, die nehme ich mal mit, ne? Ja, denkst du dir. So, egal, auf jeden Fall. Wir sind jetzt in der neuen Welt. Den Namen haben wir noch gar nicht erfahren, oder? Egal, hier, da wären wir. Was? Oh. What the fuck? Der hat irgend so ein Viech gewone-hittet? Na, GG. So, egal, wir sind hier bei den ganzen Tempeln in der neuen Welt. Hey, schön oder dich zu sehen. Hey. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Alles halb so wild. Wie sieht's denn aus? Es ist eine sehr gefährliche Gegend hier. Einige von den Tieren hier in der Gegend hat niemand von uns jemals zuvor zu Gesicht bekommen. Ganz cool. in der Nähe gibt es einen großen Sumpf, der sich einige hundert Jahre unbemerkt entfalten konnte. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht von den Biestern aus diesem Sumpf angegriffen werden. Ich rate dir, vorsichtig zu sein, wenn du hier herumspazierst. Mhm. Gibt's was Neues über die Steinwächter? Wir haben schon einigen von ihnen den Garaus gemacht. Sie stehen wie zur Salzsäule erstarrt da und regen sich nicht. Doch der Schein trügt. Wenn du zu nahe an sie herangehst, werden sie dich angreifen. Es besteht kein Zweifel, dass die Quelle ihrer Macht hier irgendwo zu finden ist. Alles klar. Moment, was zur Ach. Hölle? Seit wann kann ich mit dem handeln? Typhoon. Was sind das? Achso, das sind Stäbe. Typhoon. Das ist ein witziger Name. Das vergessen... Ah, das holen wir uns doch gleich mal. Und was kann ich dir verkaufen? Irgendeine Scheiße, wie das hier zum Beispiel. Ja, den Dreck werden wir sowieso nie benutzen, ne? Alter, die Musik hier. Ork-Axt. Ein rostiger Zweihänder. Ah, was gibt's noch? Da. Drecksäxte. Ja, einfach mal den ganzen Scheiß hier, ne? Da hast du. Den Degen behalte ich mal. Behalte ich auch. Rostiges Schwert. Beil. Alter, und weg damit. So, und Dolch. Jo. Warte mal, kann ich den benutzen? Naja, ist egal. Mir fällt gerade auf, welches Level haben wir eigentlich? Wir haben 22 Lernpunkte. die könnten wir vielleicht mal benutzen. So, auf jeden Fall. Sieht das nicht cool aus hier? Ich meine, schaut euch das mal an. Fette Mega-Tempelanlage. So. Sprechen wir mal mit den restlichen Wassermagiern, wie der hey. Hier zum Beispiel. Wie dem hier. Wie läuft's? Wie läuft's? Hör mal. Seltsam, findest du nicht? Ja, neue Musik kennt man doch gar nicht. Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem wird man sie suchen. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Ich höre gar nichts surren. Ich glaube, du hast einen Tinnitus einfach nur. Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Na gut, und was ist was das? Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen.
Ja, ich kann mich erinnern. Spaß dies. Und wo sind die Fokussteine? Alter, heute? Boden. Bleib mal chillig. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Na dann. Und der Beweis? Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. In meiner Hose. Was? Hast du die schon mal gesehen? Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Du meinst diese Steinkreise am Boden, die eine hinter dir? Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Tja, dann habe ich wohl genug gehört, offenbar. Hey, Boden, chill! Gib her. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Wo ist der nächste Mülleimer? Satanas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Gut. Ist hier irgendwas? Ach ja, ihr habt ja euren Shit aufgestellt, ne? Betten... Laborwasser, ey, Laborwasserflasche, her damit. Pech. Tja, habt ihr Pech gehabt, das habe ich jetzt geklaut. Ha, ha, ha. Ja, ich weiß, der war scheiße, aber trotzdem. Gut, wir sprechen noch mit dem Rest. Saturas haben wir schon, Kronos haben wir. Was? Warte. Hey. Haben wir mit dir schon? Ja. Der Typ, der jetzt da oben steht, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Na, was geht? Myxil? Schon neue Erkenntnisse? Schon neue Erkenntnisse? Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Schön für dich. Schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Genau wie Latein. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Ja, ist jetzt gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie, in ständigem Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Ist ja geil. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Hat wohl nichts gebracht, hä? Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Mega-Zombies, Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Tja, und wie funktioniert das? Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die Totenwächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Wenn ich einen finde, gebe ich dir Bescheid. Verrückter alter Wassermagier. Wenn ich einen Geist sehe, dann sag ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Na gut. Das ist jetzt endlos, oder was? Alles klar. Gut. Was gibt's hier noch? Liegt hier vielleicht doch irgendwo eine Banditenrüstung rum? Das wäre nämlich echt broken. So, und dann der letzte. Nee, Moment, das sind noch zwei. Du? Nefarius? Hey. Es beruhigt mich ungemein zu sehen, dass du noch unversehrt hier angekommen bist. Ja, spannend. Wie kann es sein, dass ihr vor mir hier angekommen seid? Wir sind durch eine seltsame Dimension gereist. Wer weiß, welche Irrwege du genommen hast. Und jetzt? Kann ich das Portal nochmal benutzen? Wir sind ja direkt ist kaputt. Hier angekommen. Es funktioniert offensichtlich ganz gut. Ich werde dich natürlich darüber unterrichten, wenn ich den Verdacht habe, dass es anders sein könnte. Mhm. Und was hast du bisher gemacht? Was hast du bisher hier gemacht? Bisschen gewankt und so. Ich studiere die Geschichte der Erbauer und versuche zu verstehen, warum sie das Portal verschlossen haben. Es sieht ganz so aus, als wollten sie damit die untergegangene Stadt vor dem Rest der Welt verstecken. Hat ja einigermaßen geklappt. Schreckliche Dinge sind hier vor vielen Jahren geschehen. Etwas Grauenvolles hat sich ihrer bemächtigt, wenn man ihren Aufzeichnungen Glauben schenken darf. Dann gab es kurz vor dem Untergang der Stadt einen fürchterlichen Bürgerkrieg. Die Straßen standen in Flammen und eine
alles verschlingende Flut besiegelte schließlich das Schicksal der Erbauer. Die wenigen, die dieses Inferno überlebten, verschlossen diesen Teil der Insel in der Hoffnung, das Chaos hier einzusperren. Mhm. Oh Mann, das ist echt viel. Ja, Flut, bla 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 bla. Er selbst ist ihnen erschienen, um den Wahnsinn. Er machte diese Stadt dem Erd. Was für ein Wahnsinn. Ich dachte, das waren die Mega-Adanos-Verehrer-Typis. Was hat die Erbauer denn so aufgebracht? Jemand aus ihren eigenen Reihen hat sich dem Bösen verschrieben. Er war ein großer Feldherr. Oh geil, das ist immer wieder Religion. Einer macht Scheiße, alle böse. Außerhalb der schützenden Mauern dieser Stadt brachte er das Übel mit sich. All seine Anhänger verfielen kurze Zeit später dem Wahnsinn und begannen, das gemeine Volk zu bekämpfen. Der folgende Bürgerkrieg legte alles in Schutt und Asche. Mhm. Tja, was werden wir hier wohl finden? Was glaubst du, werden wir hier finden? Darüber kann ich nur Vermutungen anstellen. Du solltest mal mit Satura sprechen. Scheiß auf Satura. Ich hab da so eine Ahnung. Tja. Und wir Narren haben das Portal wieder geöffnet. Wohl ist mir dabei auch nicht. Das kannst du mir glauben. Aber was hatten wir schon für eine Wahl? Es nicht zu machen, zum Beispiel. Wenn wir aufhalten können, was hier am Berg ist, dann wird es Corinus vielleicht genauso ergehen wie einst den Erbauern dieser alten Stadt. Oder es kommt einfach wieder, kommt wieder Adanos und bringt Raven um. Wie wär's damit? Die Reise durch das Bisher habe ich keine Ja, ja. Gut, und damit würde ich sagen, mit dem letzten Wassermagier sprechen wir in der nächsten Folge, weiß nicht mehr, wer das ist. Und dann werden wir hier mal erkunden. Was zur Hölle, wer ist das denn? Alligator Jack. Alles klar. Den werden wir auch in der nächsten Folge begutachten. So, und mit dem Blick auf diesen geilen Tempel sage ich, bis zum nächsten Mal, bye. Let's play Gothic 2, die Nacht des Raben.